mein Freund. Ja. Du fährst jetzt nach Düsseldorf. Boah, ist das in Köln? Düsseldorf ist in Köln. Ja. Das gehört zu Köln, das ist der Parkplatz quasi. Da gibt es eine Firma, die... Eieieiei, soll ich das senden? Okay, ich sende, ist mir scheißegal. Moin ihr Lieben, ich hoffe ihr könnt mich sehen. Wir haben Dienstag, den, warte, ja wie immer, 27. 4.34 Uhr. Ich sitze im Truck und brauche einen Kaffee, den werde ich mir jetzt erstmal holen, weil vorher geht da ja nichts. Wir fahren jetzt erstmal hier raus. Ja was? Ah. So, beruhig dich. Taschenlampe, weil ich sehe hier morgens, ich sehe gar nichts hier. Deswegen habe ich eine Taschenlampe, auch für meinen Rundgang. Da habe ich heute Morgen einen richtigen Schreck gekriegt. Wenn ich nachmittags nach Hause komme, dann hänge ich meine ganzen Schlüssel immer am Schlüsselbrett. Und ich bin heute Morgen gefahren. Also ich habe am Schlüsselbrett meine Schlüssel genommen, und zwar meinen Hausschlüssel und meinen LKW-Schlüssel, habe ich gedacht. Ich habe meinen zweiten PKW-Schlüssel genommen und bin hier angekommen und habe meinen LKW-Schlüssel gesucht. Habe gedacht, ich müsste jetzt echt nochmal die Viertelstunde da zurückfahren. Sonst hätte ich nämlich meinen Termin um 6 Uhr nicht geschafft in Oesche. Aber ein kleiner Schreck am Morgen. Da habe ich echt eine Schreck gekriegt. Habe ich gedacht, ich möchte noch zurückfahren. Aber es ist alles gut gegangen. So, jetzt habe ich eine Tasche. Das habe ich. Nur mal uns das anschnallen und dann gehen wir uns einkaufen. Weil so, so geht das hin. So, jetzt machen wir uns mal startklar. Ich habe mir jetzt einen Kaffee geholt und zwei und meine Nase läuft. Wo läuft sie denn hin? Wo läuft meine Nase hin? Tö. So, Männers. So, ich rufe jetzt mal meinen Kumpel Jens an. Der ist auch unterwegs. Der müsste, glaube ich, irgendwie jetzt auf dem Weg hier hoch sein. Von Frankfurt. Und der fährt gleich nach Belgien. Und dem gehe ich jetzt ein bisschen auf den Sack mit meinem Telefonat. So, wir sind... nein, dich hört man nicht, Jens. Aber lass mich doch mal gerade sagen, dass ich hier angekommen bin. Ich bin in Aachen angekommen. Wo ist mein Göffel? Ich mache mir jetzt erstmal... Wenn ihr hören würdet, was der Jens hier sagt, dann ja, ist nicht gut. Nein, der Jens ist ein lieber Kerl, der fährt in einer anderen Spedition, wo ich vorher gefahren bin. War auf jeden Fall einer meiner Lieblingskollegen oder mein Lieblingskollege mit noch einem anderen zusammen. Der hat jetzt Urlaub, der faule Sack. Und ich glaube, der, was macht der im Urlaub? Warte, liegt der am Strand? Nein, der baut Modelle. Okay. Der baut Modelle und kümmert sich um seine Frau, hat er gesagt. So. So, jetzt haben wir ihn durch den Kakao gezogen, kann er sich ja angucken, uns egal, ne, Jens? Okay, naja. Ist das wahr? Ist das echt wahr? Der Dennis? So, pass auf. Dennis. Ich soll dir hiermit schöne Grüße ausrichten vom Jens. Der Jens hat gesehen, dass du gestern belgische Waffeln gegessen hast. Ich jetzt einschließlich, also wir finden das sehr, sehr unverschämt, dass du sowas postest. Und wir können jetzt nur sagen, warte ab, wenn du wieder da bist, Freund. So funktioniert das nicht.
Ja, ganz genau. Ja. Ja, genau. Dennis. Der Jens befindet sich im Fernverkehr und hat versucht, mit deinem Gaskocher zu kochen. Und irgendwie ist da was unklar. Das kann sein, dass du dich mal auf was gefasst machen musst, wenn du wiederkommst, Freundchen. So, mein Kaffee ist gemacht. Der Mann hier vorne macht das Tor auf. Wo ist er denn jetzt hin? Da stand doch gerade einer. Das ist unheimlich hier. Ey, Prost, ne? Da stehst du direkt parat. Ich hab den vom Aldi Premium. Der ist ja 100% Arabica. Okay. Ich mache immer ein bisschen weniger. Ich mache immer ein bisschen weniger, weil sonst schmeckt mir, das ist mir zu stark, Alter. Das ist mir zu stark. So, ich muss Papiere rausholen. Sonst, ich bin hier total am Träumen, Junge, ey. So, Lieferschein Weber. So, das ist das. So, pass auf. Aachen. Junge, haben die einen Batzen Papiere hier? Aachen. 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 Und nochmal Aachen. Alter! So, hier ist der alte Netto. Hier laden wir jetzt wieder Equipment auf. Mal sehen, was das heute ist. Normalerweise müssten das sein dicke Truhen, also Kühltruhen und sowas alles. Schauen wir mal. Wenn er denn mal voran macht, können wir gleich da einparken und dann.
dann haben wir alles aufgeladen. Was heißt alles? Ein LKW ist noch bestellt für hier. Aber es sind locker noch zwei. Das heißt, ich rufe jetzt mal, nachdem ich mir einen Kaffee gemacht habe. Vorher geht er ja nicht. Hat der mich schon angerufen? Irgendwer hat mich angerufen. Hat er. Er hat mich schon angerufen. Hey. Ja, guten Morgen, Kai. Hallo. Also ich wollte euch sagen, das ist übrigens der Kai, das ist mein Disponent und nicht der GTD. Kai, du bist live. Hallöchen. Hallöchen. Ich bin vollgeladen. Ich muss dir aber was mitteilen von dem guten Mann hier. Und zwar stehen hier noch jede Menge Kühlregale. Da ist ja noch ein Auto bestellt für morgen, richtig? Das ist richtig. Der braucht aber locker noch zwei. Dann muss er sich an meinen Auftraggeber wenden. Er weiß nicht, wo er sich dran wenden soll, deswegen habe ich mir vorgenommen, dir Bescheid zu sagen, dass du vielleicht irgendeinem sagst, dass die den anrufen. Ich weiß ja nicht, ich kenne den Werdegang, den Weg nicht. Den Werdegang. Werdegang. Ja. Werdegang. Ja, du hast einen Fahrer, Jung. Ja, das ist auch schwer, vernünftiges Personal zu kriegen, weißt du? Ja, und dann kam ich, Junge. Ja. Ja, der braucht locker noch zwei LKWs, weil hier sind jede Menge Kühltruhen. Ich glaube nicht, die kriegst du nicht auf ein Auto drauf. Und dann ist noch jede Menge Kleinkram. Okay. Also der braucht noch zwei Autos. Ja, okay. Aber alle mit Stapler wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Kannst du da irgendwas anleiern? Ich werde mal versuchen, dass ich da was in die Wege geleitet bekomme. Ich finde dich super attraktiv. Okay, ich fahre Richtung Essen. Ja, okay. Wie lange brauchst du darüber? Mein Navi hat noch nichts ausgespuckt. Ja, pass auf, ich muss da Stapler abmachen, Seite aufmachen, Gurte wegmachen und dann muss ich alles von der Rampe abladen. Weil ich habe Paletten, die gehen von der Rampe und die Kühltruhen gehen von der Seite. Ich habe aber alles Rampenware. Ja, gut, okay. Das heißt, dauert ein bisschen. Ja. Wie immer beim Dirk. Hoffentlich nicht. Ja, genau. Du weißt doch, wie er ist. Ja, lahm. Schön, ne? Klack! Oh, ich hab dich eingeklemmt. Oh, tut mir leid. Wir machen die Seite auf, machen die Gurte los, machen den Stapler ab, machen die Seite zu und dann müssen wir an die Rampe, weil ich habe Palettenware, das kommt hinten an die Rampe. Hätte ich jetzt diese Kühltheken, die jetzt noch im Laden da stehen, hätte ich mit dem Stapler abladen können, würde schneller gehen. Aber, ja. Da wollen wir das Chaos ins Beseitige. Yippee-yay!
So, abgeladen habe ich, Papiere gemacht. Vorfahrensstapler dran. Und dann mal meinen Disponenten anrufen, was er sagt. Ja. Kuckuck. So, pass auf. Die Sondergenehmigung für da, wo wir uns heute Morgen hingestellt haben, in der Fußgängerzone in Herzogenrath, die behalte ich noch, weil ich muss bestimmt wieder dahin. Das haben wir abgewickelt, Wolf. Jetzt rufe ich meinen Disponenten an, falls er mich nicht schon... Nein, hat er nicht. Oh, wieder aufgelegt. Entschuldigung. Ja. Hallo. Hallo. Ist da die Brigitte? Hör mal, Brigitte. Brigitte. Ich bin fertig in Essen. Das ist super. Dann, Danke, tschö. Okay. Ja, Feierabend. Die Sonne ist draußen. Ich will auf Terrasse Espresso trinken, Kumpel. Feierabend. Du kannst mich ja nicht immer 8 Stunden beschäftigen. Pass auf, mein Freund. Ja. Du fährst jetzt nach Düsseldorf. Boah, ist das in Köln? Düsseldorf ist in Köln. Ja. Parkplatz quasi, da gibt's eine Firma, die... Eieiei, soll ich das senden? Okay, ich sende, ist mir scheißegal. Intersystems, kennst du? Ja. Ja, da lädst du für Messe Köln. Warte. Da waren wir ja noch nicht so oft. Nee, Messe Köln kenne ich nicht. Hey, Supi. Lorenz, hast du für Euro bei dem, wie viele? 20. Nee, Moment. 6, 12... 13, 14, 15. 15! 15? Ja, natürlich! Okay. Was soll ich hier? Bei Intersystems. Achso, ja, wenn du die einbauen kannst, dann bau sie ein, ansonsten darfst du sie da stehen. Hey ho! Ja? Ich kann dir nicht so schnell antworten, ich habe einen Kaffee in der Hand. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Tschüss. Überlegt, dass ich vielleicht morgen den ganzen Tag rückwärts fahre. Das wäre vielleicht auch geil. Denke mal, das passt. Ich habe doch gerade da drauf gedrückt.
Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe mich weder draufgesetzt noch sonst irgendwas. Ich habe die einfach immer nur oben an das Kabel dran gemacht. Die ist gebrochen und gerade ist mir gerade das Glas rausgefallen. Was das? Das sieht doch scheiße aus. Vor allen Dingen, was denken die Leute von mir? Vielleicht kann ich die kleben, wollte ich gerade sagen, mache ich aber nicht. Zum Livestream wollte ich mal sagen, ihr fragt ja, wann ich noch einen mache. Ich habe mir gedacht. Achte klingt gut, ne? Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich da noch jemanden bei. Um das Ganze mal ein bisschen spannend zu machen, sage ich euch nichts. Und das wird ein, glaube ich, sehr lustiger Abend. Seid gespannt. Die Zeit sage ich noch. Ich weiß noch nicht, wie viel Uhr. Das sehe ich dann. Das mache ich wahrscheinlich am 8. vormittags. Also am 8. nachmittags oder abends irgendwie so ein Livestream. Aber die Zeit sage ich, wie gesagt, erst am 8. vormittags gebe ich die bekannt. Es wird geil. Es wird definitiv geil. Von daher seid gespannt. Ich habe Hunger. Hunger, Hunger.